Hallo und herzlich willkommen hier in der D&D Bildungsagentur. Wir machen heute weiter mit dem Thema ABCDE-Schema. Wir hatten im Vorfeld gemacht die Artenwegsicherung, also waren wir beim Thema A, da sind wir soweit durch. Heute kommen wir zum Thema B, wie Breathing. Breathing bedeutet so viel wie, wie ist die Atmung unseres Patienten? Ist die Atmung eines normalen Menschen über die Lunge, liegt so bei 12 bis 20 Atemzüge in der Minute. Das ist unsere ganz normale Atmung, die wir haben. Und wenn wir die beim Patienten vorfinden, haben wir mit B kein Problem und wir können weitergehen zu D. Trotzdem haben wir ab und zu Atemprobleme und die müssen wir feststellen, indem wir natürlich uns das Atemmuster anschauen. Atmet der Patient zu schnell? Tachypnoe. Oder atmet der Patient zu langsam? Bradypnoe. Das kann verschiedene Ursachen haben. Eventuell durch ein Trauma, durch einen Unfall, durch eine Rippenserienfraktur. Eventuell sind die Atemwege verlegt. Er hat eventuell diverse Vorerkrankungen wie eine Bronchitis. Die Atemwege sind belegt. Das können wir natürlich alles abhören. Wir haben ganz simple Methoden, wie wir die Atemwege abhören können und einmal auskultieren können, wie die Atmung in der Brust zum Beispiel ist. Dazu müssen wir natürlich beide Lungenflügel abhören und ob sie natürlich im gesamten Spektrum natürlich auch Luft empfangen. Normalerweise dürften wir ein ganz normales Atemgeräusch nur hören, dann haben wir kein Problem mit den Atemwegen, mit den unteren Atemwegen. Sollten wir ein Diemen, ein Rasseln, ein Brodeln hören, haben wir irgendwo ein B-Problem. Das sollte klar sein. Manchmal kann man das B-Problem auch schon rein akustisch hören, wenn man mit dem Patienten einfach nur spricht und man hört das Giemen und Rasseln einfach schon in den oberen Atemwegen. Das lässt natürlich auch auf ein B-Problem schließen. Um festzustellen, wo wir in der Hemmung der Sättigung sind, müssten wir mit unseren elektronischen Maßnahmen auch den SpO2-Wert ermitteln. Sollten wir sehr Tachypnoe haben, können wir unterstützt beatmen. Hier haben wir zusätzlich noch unsere Sauerstoffleitung dran, mit der wir O2 dazugeben können, je nach Lage. Ja, auch hier bedienen wir uns natürlich des C-Griffes, überstrecken leicht den Kopf und unterstützen natürlich bei der Beatmung. In dem Fall haben wir schon die Atemwege gesichert mit unserem Gürteltubus. Eine gesunde Atmung oder bei einer gesunden Atmung sollte sich der Thorax beim Einatmen heben und natürlich auch wieder senken beim Ausatmen. Das wäre eine natürliche Atmung. Wenn das irgendwie abweicht, dann haben wir auch ein B-Problem. Ja? Ebenso gilt, sobald jemand nicht atmet oder nur noch eine Schnappatmung hat, ist der Patient reanimationspflichtig und ich beginne mit der Reanimation. Das sind meine B-Probleme. Für unser B-Problem habe ich hier unsere pathologischen Atemmuster alle aufgezeichnet. Wir beginnen hier mit der ganz normalen Atmung. Ja, wir haben eine ganz normale Einatmung. Das empfinden wir alle gleich, so wie wir ganz normal ein- und ausatmen würden, bei 12 bis 20 Atemzyklen in der Minute. Als nächstes kommen wir zur Hyperventilation. Die Hyperventilation kann man sich mal so vorstellen, wenn ich sehr stark unter Stress stehe, sehr schnell atmen muss, sehr kurze, schnelle Ein- und Ausatmer bei großer Angst, bei emotionaler Aufregung, unter anderem Zustand nach Erschreckungsschock, nach einem Unfall oder solche Geschichten, die sind manchmal sehr am Hyperventilieren. Ja, da brauche ich auch keine O2-Gabe geben. Tatsächlich kriegen die ihr CO2 nicht raus. Die haben genug O2. Und früher hat man die Leute da einen Beutel vor die Nase gemacht und dann mussten die da so rein und ausatmen, ne, damit sie wieder ein bisschen mehr CO2 einatmen. Das ist eher das Problem. Bei der Kussmaulatmung, die hier, ist es so, dass wir sehr tiefe Ein- und Ausatmer haben in einer Regelmäßigkeit und kennen wir aus dem diabetischen Koma. Da ungefähr ist das ein großes Beispiel oder weist manchmal darauf hin, dass es eventuell Blutzuckerprobleme gibt. Thema metabolische Azidose ist hier nochmal alles aufgelistet. Ne? Die Hyperglykämie, Uremie, Sepsis, Laktatazidose, Methanolvergiftung, Salicylvergiftung. So, dann haben wir noch die BJ-Atmung. Die ist relativ regelmäßig, aber fängt mit verschiedenen Atmungstiefen an. Und hat zwischendrin eine richtig fette Ausatempause, beziehungsweise eine richtige Pause zwischendrin. Das kennen viele Apnoe-Schläfer. Ja? Die haben sowas manchmal. Im Schlaflabor kann man sowas eruieren.
Eventuell habe ich da ein zerebrales Problem. Da kann eventuell was im Gehirn kaputt sein. Oder eine Meningitis, auch bei Kindern zu entdecken. Und zu guter Letzt ist unsere Cheyenne-Stokes-Atmung, die ist relativ regelmäßig mit tiefem Ein- und Ausatmen und hat zwischendurch auch wieder diese langen Pausen. Das sind oftmals so Sachen bei präfinalen Patienten, die eventuell schon im Sterben liegen und wenn wir kurz vorm Tod stehen, da weiß ich, hier bin ich eventuell gleich reanimationspflichtig bei starken CO2-Vergiftungen, was dasselbe ja eigentlich beinhaltet. Das sind unsere pathologischen Atemmuster.